Jahreshoroskop nach indischen Astrologie für Jahr 2019. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo für Etaisirar. Liebe Etaisirar, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für deine Treue. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Wir schauen an, was kommt Jahr 2019 auf dich zu. In der Mitte befindet sich ein Engel. Das ist kein Zufall, das ist dein Schutzengel. Nach Kabbala herrscht dieser Engel in dem Tag, wo du geboren bist. Dieser Engel heißt Kaliel. Das ist dein Schutzengel. Engel Kaliel ist Engel die Gerechtigkeit und Fruchtbarkeit. Engel die Ehrlichkeit und Wahrheit. Gibt uns Mut und bekämpft die Angst. Und jetzt schauen wir dieses Bild an. Es sind hier 12 Häuser. So heißt es astrologisch. Ich erwähne das immer wieder. Ich mag diesen Begriff nicht. Für mich ist das eins, weil das symbolisiert uns selbst, unseren Schicksalsweg und beschreibt verschiedene Lebensbereiche. Ich würde eher so sagen, ein Haus in verschiedenen Räumlichkeiten. Der erste Lebensbereich ist deine Persönlichkeit. Dein Aussehen, deine Persönlichkeit, so bist du wahrgenommen. Der zweite Lebensbereich liegt die Finanzen, aber nicht nur die Finanzen, sondern auch Werte, Wertschätzung und auch Selbstwertgefühl. Energetisch hängt dieses Gefühl, dieses Selbstwertgefühl Hand in Hand zusammen mit Finanzen. Der dritte Lebensbereich sind die Schulungen, bedeutet aber auch Verbindungen, Kommunikation, Internet, Nachrichten, Verwandtschaft, Geschwister, auch Nachbarschaft, Bekannten und beschreibt unserem vertrauten Umgebung. Und das ist auch Bewegung, da vieles Neues entdecken. Zeigt auch kleine Reisen und kleinere Veränderungen. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und das vergleiche ich mit einem Baum. Und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Das sind die Ahnen, die Traditionen, die Herkunft. Da fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das gibt uns Halt im Leben und beschreibt auch unsere Wohnsituation. Der fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Deine Kinder, deinen Enkelkinder, aber beschreibt auch unsere eigene Kindheit und auch unserem inneren Kind. Und hier sollen wir etwas entwickeln und das ist die Lebensfreude, etwas spielerisch betrachten, dass wir nicht immer alles zu ernst nehmen im Leben, sondern so spielerisch wie die Kinder. Und das schenkt uns diese Lebensfreude, diese Lebensqualität. Der sechste Lebensbereich ist die Pflichten, die Arbeit und auch die Gesundheit. Der siebte Lebensbereich liegt genau gegenüber und zeigt sich hier ein Spiegel. Das bedeutet, wenn wir geboren sind, dürfen wir in diesem Spiegel schauen. Was sehen wir in diesem Spiegel? Unserem Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und die Kleinkinder haben noch diese Erinnerungen. Aber das geht alles in Unbewussten.
aber unsere Seele kennt dieses Bild. Die achte Lebensbereich ist die Transformation. Wie können wir unsere Gefühlen veredeln, transformieren, damit wir in Kraft bleiben? Hier wirkt Pluto Energie und das hat einen Bezug zum Sexualität. Also Themen wie Sexualität wird auch hier zugeordnet und auch die Ämter, die Finanzen, die Investitionen, Erbschaften und auch wie man mit Ämtern umgeht. Also all diese Themen sind auch hier zugeordnet. Die neunte Lebensbereich ist Ausland und Reisen oder Auslandskontakte oder Fremdsprache bedeutet auch inneren Reise, die Suche nach Gott, nach Religion oder Fragen stellen, warum sind wir überhaupt geboren, die Suche nach Sinn des Lebens und hier sind auch die hohen Studium. Dann erreichen wir den höchsten Punkt des Horoskopes, das zeigt, wie wir unsere Ziele erreichen oder das Höchste, was man erreichen kann überhaupt im Leben und hier liegt auch unsere Berufung. Die elften Lebensbereich sind unsere Wünsche und Hoffnungen und auch die Freundschaften und soziale Kontakte, Treffen mit gleichgesinnten Menschen in Verein zum Beispiel. Die zwölfte Lebensbereich sind die karmischen Themen und hier schauen wir in die tiefe Geheimnisse des Lebens und hier sind auch die psychische Ursache von Erkrankungen. Die beiden liegen auch gegenüber. Also zeigt wie ein Spiegel, warum kommt diese Krankheit. Und hier sind alle Geheimnisse, alles was hinter geschlossenen Türen passiert und hier sind unsere geheimen Feinde auch verborgen. Also das sind die Lebensbereiche. Jeder Lebensbereich hat ein Tor. Ich nenne das als geheime Toren und öffnet sich mit einer bestimmten Energie und das sind die Tierkreiszeichen. Die ersten Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, in diesem Moment, deine Geburt, dein erster Atemzug, ist die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont aufgestiegen. Und das gehört zu deiner Persönlichkeit, beeinflusst sogar dein Aussehen. Das heißt, du bist ein Kind davon. Bei Tierkreiszeichen Fischen sind es zwei Fischen, aber ich habe das schon mal erklärt, weil ich habe für dich schon eine Geburtshoroskop-Analyse gemacht. Also da habe ich das ganz genau beschrieben. Die zweite Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen wieder. Die dritte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Stier. Die vierte Lebensbereich öffnet sich mit Zwillingen und das bedeutet, du brauchst ein Zuhause, was luftig ist. Du brauchst Freiraum und das soll auch hell sein und freundlich. Die fünfte Lebensbereich öffnet sich mit Krebs. Und das bedeutet die Liebe zu Kindern, diese Mütterlichkeit natürlich. Die sechste Lebensbereich öffnet sich mit Löwe. Die Partnerschaft öffnet sich mit Jungfrau. Die achte Lebensbereich öffnet sich mit Waage. Die neunte Lebensbereich öffnet sich mit Skorpion. An Spitze des Horoskopes steht die Tierkreiszeichen Schütze. Die elften Lebensbereich öffnet sich mit Steinbock. Das sind Schwierigkeiten mit Freundschaften, besonders in jungen Jahren, weil hier hast du dann Lernaufgabe. Und die zwölfte Lebensbereich öffnet sich mit Wassermann. Also du hast mal
die Einteilung, welcher Lebensbereich welche Tierkreiszeichen zugeordnet ist. Wenn du meine Tageshoroskopen anschaust, natürlich die indischen Astrologie, dann ist das stimmig, wo ich erzähle, wie die tägliche Bewegung ist, Sonne, Mond und die Planeten, dann kannst du selber auch einordnen, aha, jetzt Mond befindet sich im Zwillinge, aktiviert in diesem Bereich die Wohnsituation. Also das kann man natürlich täglich sogar verfolgen, dann erkennst du auch die Zusammenhänge, die Verbindungen. Sonne befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Skorpion. Also ich muss Sonne hier zuordnen zum Skorpion und das ist dein Lebensenergie und das ist Ausland oder Spiritualität, natürlich auch die Suche nach Gott. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und wirkt auf deine Partnerschaft. Mond hat mit Mütterlichkeit auch was zu tun und hier die weibliche Energie, auch Jungfrau, auch Mond. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Hier im Bereich Arbeit, hier ist die Kraft, aber auch eine männliche Person. Entweder arbeitet ihr zusammen oder habt ihr im Arbeitsplatz begegnet, bedeutet auch, dass du viel Kraft gezeigt hast und hast du in dein Leben viel gearbeitet. Im Gesundheitsbereich hilft dir die Mars-Energie und das ist Bewegung, Sportbewegung. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Merkur hat einen Bezug zum Jugend, auch für Kinder. Und das hilft dir bei Transformation, wenn du immer diese jugendliche Frische, ach, das jugendliche Aussehen, aber auch mit jungen Leuten etwas unternehmen. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. In früheren Jahren wird die Steinbock hier bei Freundschaften und Jupiter vermehrt das, dass du viele, viele Freunde hast, aber Saturn-Energie, weil Saturn herrscht über die Tierkreiszeichen Steinbock, erteilt Lernaufgabe, dass du achten sollst, wer zu dir ehrlich ist und wer nicht. Und im zweiten Lebenshälfte wirkt das Steinbock-Energie eher als befestigend. Dann kommt das alles in Form. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, wieder Liebe im Arbeitsplatz, aber bedeutet auch, dass deine Berufung liegt bei der Kreativität. Aber auch Selbstständigkeit kann auch bedeuten. Saturn, wobei glaube ich nicht, dass jetzt das große Thema ist Berufung, aber das interessiert die Kreativität. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Und das bedeutet schwere Arbeit oder immer wieder Herausforderungen im Bereich Arbeit. Bei Gesundheitsthemen zeigt Saturn Probleme mit Knochen, besonders Knie oder Zähne. Das sind die Gesundheitsthemen, was zum Saturn zugeordnet ist.
Wir haben zwei Mondknoten. Einmal Ketu, das ist die absteigende Mondknoten und zeigt alten karmischen Erfahrungen. Das bedeutet, das, was wir erlebt haben in früheren Leben, dieser Ketu oder Drachenschwanz, nennt man das auch, befindet sich bei dir hier im Jungfrau. Eine alte Liebe kehrt zurück. Also das heißt, eine Beziehung und du kennst diesen Mann von früheren Leben. Rahu ist die Drachenkopf und zeigt dieses Weg, was die Seele ausgesucht hat. Und diese Rahu befindet sich in Tierkreiszeichen, Fischen, und das ist deine Selbstfindung. Und das kannst du so vorstellen. Wir Menschen, du auch, hast eine Seele. Diese Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, ist auch unsterblich. Wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Gott zurück. Die Seele hat aber die Erinnerungen, die Gefühle, die volle Bewusstsein. Mit diesem vollen Bewusstsein kehren wir zum Gott zurück. Und wenn die Seele glücklich ist, befreit fühlt und kommt zum Leichtigkeit, dann hat sich von Karma gelöst. Natürlich kommt dazu die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Aber wir haben keine strafende Gott, sondern Gott erlaubt uns, dass wir das verbessern. Und die Seele macht diese Seelenreise und das nennen wir Karma. Und dann kehrt wieder zurück auf die Erde und versucht es besser zu machen. Und der Geburtshoroskop zeigt diesen Plan, was die Seele ausgesucht hat. Dieser Schicksalsweg. Ein Schicksal ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Aber wir leben weiter. Wir leben weiter. Und dieser Schicksalsweg zeigt sich im Geburtshoroskop, das, was die Seele braucht, was die Seele ausgesucht hat. Aber wir haben die freie Wille, das heißt, wir treffen selbst die Entscheidungen. Wir müssen nicht auf diesem Weg gehen, wäre klug, weil das ist das goldene Weg, das, was wir brauchen, von diesem Karma zum Lösen. Und die absteigende Mondknoten, und das hast du hier im Jungfrau, zeigt all das, was du schon erlebt hast in früheren Leben, das sind die karmischen Erinnerungen. Und es geht in eine neue Richtung, was deine Seele braucht zum Entwickeln. Und das ist die Tierkreiszeichen Fischen. Das, was dich befreit von diesem Seelenreise. Und das ist für dich sehr, sehr wichtig, zu deinem Selbst zu stehen, zu deiner Persönlichkeit und das im Ausdruck zu bringen. Uranus ist rückläufig im Horoskop, in dieser Rückläufigkeit zeigt auch karmische Themen und befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Wenn du dieses Gefühl gehabt hast, in Kindheit oder in jungen Jahren, dir wurde den Boden weggezogen von unter deinen Füßen und warst du quasi entwurzelt, dann hast du hier auch eine karmische Themen, diese rückläufige Uranus zeigt. Du bist selbst die Basis, dieser Fundament. Weil hier ist die Fundament die Basis und Uranus zeigt, ändere deine Einstellung. Entdecke deine eigenen Stärke. Hier ist die karmischen Knoten, was du brauchst. Und hier zeigt sich, du selbst bist die Sicherheit,
die Stabilität, diese Basis, dieses Fundament, auf dich kann man verlassen, auf dich kann man vertrauen. Und dann geht es dir leichter, weil das befreit dich. Dann kommt die Zwillingsenergie und das befreit dich. Und Zwilling zeigt auch die höheren Bewusstsein. Damit bewusst zu sein, dass deine Seele ist in Verbindung zum Gott. Und dann fühlst du dich nicht so alleine gelassen. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Das ist die Kraft. Deine Kinder geben dir die Kraft. Und jetzt schauen wir die Bewegungen an, weil das heißt, jetzt Jahreshoroskop, und das kannst du so vorstellen, dieses Bild, dieses Geburtshoroskop wird jetzt hier bildhaft dargestellt, das bleibt. Da ändert sich überhaupt nichts. Das bleibt so erhalten. So sind die Sterne über dir gestanden in deinem Geburtsmoment und es ist wie ein Momentaufnahme, wie ein Foto. Hier ist der Abdruck. Und das ist einzigartig, wie wirklich wie ein Fingerabdruck. Die Lebensbereiche sind für dich wichtig, wo die Planeten, Sonne, Mond steht. Das sind die Freundschaften, das Ansehen, Reisen oder die Spiritualität. Dann diese Wandlung, die Ehe, die Arbeit, deine Pflichten, deine Gesundheit, die Kinder und dein Zuhause. Da fließt die Energie. Das hast du ausgesucht. Und diese Lebensbereiche betonst du, weil das ist lebendig. Die anderen sind sind auch da, werden auch aktiviert. Du hast auch Themen in Finanzen oder hast du auch Schulungen gemacht, aber das betonst du nicht. Die Betonung liegt an diesem Lebensbereich und natürlich dort, wo karmische Themen hast. Und das ist der erste Lebensbereich, was zu deiner Persönlichkeit ist. Du machst aber Lebensschritte und du befindest dich immer in dieser 7-Jahren-Periode. Das ist auch eine Bewegung. Und Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich auch und löst etwas aus in diesem Horoskop. Und wir starten Januar. Januar 2019 befindet sich Uranus im Tierkreiszeichen Widder und bleibt ganzes Jahr hier im Widder. Du hast hier zwar keinen Planeten, aber dieser bewegende Uranus aktiviert bei dir diese Thematik. Und die Aufgabe ist hier, zu dir selbst zu stehen, das ist die Widder-Energie. Und die Widder sagt, ich bin's. Und diese Veränderung bedeutet auch, achte auf deinen Werten und auf Wertschätzung und kümmere um deine Finanzen. Ketu ist die absteigende Mondknoten. Das ist die alte Karma. Ketu und Rahu bewegen sie sich auch. Ketu befindet sich Januar noch im Tierkreiszeichen Steinbock. Karmischen Themen, was deine Wünsche betrifft oder deine Hoffnungen, aber auch Freundschaften. Rahu ist die neue Richtung, etwas mit anderen Augen betrachten. Oder karmischen Themen, und das ist Krebs, und das sind die Kinder. Deine eigenen Kinder, oder was ich eher betonen möchte, wenn hier um karmischen Themen handelt, deine eigenen Kindheit. Da aufräumen, damit zu einer neuen Persönlichkeit kommst, eine Wandlung, wo du sowieso diese karmischen Themen hast, weil im Geburtshoroskop befindet sich Rahu hier in ersten Lebensbereichen.
Aber diese beweglichen Mondknoten aktiviert gerade diesen fünften Lebensbereich. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Hier Venus, hier in Waage. Und das bedeutet eine Wandlung. Und hier ist die weibliche Energie. Also entdecke noch etwas in dir und bring deine Weiblichkeit noch im Ausdruck. Wenn das um ämtliche Themen handelt, dann bedeutet diese Venus-Energie, dass du Glück hast oder eine Frau hilft dir weiter, auch in einer rechtlichen Lage. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das hat mit Ausland etwas zu tun. Jupiter zeigt deine Größe. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter ist auch die Weisheit. Und Jupiter vertritt die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und das erlebst du, dass Jupiter öffnet deinen Augen. Was läuft? Ungerecht. Und das hat mit Ausland etwas zu tun. Jupiter ist aber die Weisheit. Also es sind auch spirituelle und religiöse Themen, was Jupiter bei dir gerade aktiviert. Saturn und Pluto befinden sich in Tierkreiszeichen Schütze. Einmal Saturn und dann Pluto im Schütze. Das wäre deine Berufung, aber von diesem Alter bist du schon draußen. Also ich glaube nicht, dass du jetzt beruflich dich verwirklichen möchtest. Aber eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe oder ein Hobby kann immer noch wichtig sein, dann bezeichne ich das als doch deine Berufung. Aber der höchste Punkt des Horoskopes ist wie die Krone des Baumes und das bedeutet Ansehen, Anerkennung, Respekt. Und Saturn erteilt zurzeit hier Lernaufgabe. Verlange das, dass du Respekt bekommst. Und Pluto gibt dir die Kraft, diese inneren Kraft. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Neptun fühlt sich hier in diesem Lebensbereich sehr wohl, weil hier im 12. Lebensbereich handelt es sich um die tiefe Geheimnisse des Lebens, auch unserer Psyche. Und das ist wie ein Meer. Das hat einen Bezug zum Tierkreiszeichen Fischen und einen Bezug zum Wasserelement und da herrscht Neptun. Und Neptun zeigt dir diese Tiefe. Also du tauchst jetzt mal bildhaft in tiefe Ozean und schaust da an, was da los ist. Da sind so viele Schätze zum Entdecken. Und das ist dieser traumhafte Einfluss von Neptun, gerade in diesem Bereich, aber kommt noch die Wassermann-Energie dazu, das befreit dich, das gibt dir die Leichtigkeit. Wassermann hat nicht mit Tiefe was zu tun, Wassermann hat mit Höhen etwas zu tun, steht mit Rabe in Verbindung, das ist ein Sternbild im Himmel in die Nähe von Wassermann. Und Wassermann steht in Verbindung zu dieser Rabe. Das ist etwas zu betrachten von oben.
ein Adlerblick zu haben. Und du hast diesen Adlerblick, aber du schaust in die Tiefe mit diesem Blick. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet, du zeigst Kraft, zeigst du dich mutig und setzt dich durch. Hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Natürlich kann das auch eine männliche Person sein, wo eine innige Verbindung steht. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und Merkur befindet sich auch hier in Tierkreiszeichen Schütze. Das ist der Einfluss am Januar von den Sternen. Natürlich ist es eine ständige Bewegung, ganz klar. 7. Januar wird Uranus direktläufig. Uranus hat einen Einfluss auf deine Finanzen, hier im zweiten Lebensbereich. Diese Rückläufigkeit momentan bremst deinen Finanzen und am 7. Januar dreht sich in andere Richtung und setzt alles in Bewegung. Das heißt, deine Finanzen verbessern sich. Jetzt zur Mondposition. Also ich kann jetzt hier bei diesem Jahreshoroskop nicht erzählen, wie die Mondbewegung ist, dann wäre die Aufnahme zu lang. Aber das kann man im Tageshoroskop nicht mehr verfolgen, dann kann man das einordnen. Aber wenigstens die Mondphasen. In einen Neumond sollen wir immer zurückziehen, etwas verinnerlichen oder meditieren, zur Ruhe kommen und Klarheit bekommen, wie soll das weitergehen und immer in diesem Lebensbereich, wo sich dieser Neumond befindet, dann aktiviert dieser Lebensbereich. Wenn das zum Beispiel hier im Widder ist, dieser Neumond, das heißt, sei eher zurückhaltend, gebe kein Geld aus und versuche Klarheit zu bekommen und dieses Licht in dein Inneren finden. Was kannst du verbessern in deiner finanziellen Lage? So kannst du das vorstellen. Also Neumond immer Rückzug, nichts in Bewegung setzen, nachdenklich zu sein, meditieren über die Themen, wo die Neumond befindet, damit wir Klarheit bekommen. Ein Halbmond ist immer Spannung, Unsicherheit, Nervosität kann auch bedeuten, dass andere Menschen sind nervös in unserer Umgebung und wir spüren diese Unruhe. Vollmond ist das Licht und beleuchtet diesen Lebensweg oder den Lebensbereich, wo die Vollmond befindet. Und da haben wir die Klarheit und Orientierung. Das sind Chancen, Möglichkeiten, öffnet unseren Augen an etwas. 6. Januar ist Neumond im Schütze. 14. Januar ist Halbmond im Fischen. 21. Januar ist Vollmond im Zwillinge. 27. Januar ist Halbmond im Jungfrau. Februar. Uranus bleibt ganzes Jahr hier. Rahu Ketu bleibt auch. Jupiter bleibt auch. Saturn und Pluto bleibt im Schütze. Die schnelleren Planeten bewegen sie sich und natürlich auch die Sonne. Das heißt, die Sonne befindet sich im Steinbock. Da fließt die Lebensenergie auf Freundschaften oder Treffen mit gleichgesinnten Menschen, aber beschreibt auch deine Hoffnungen und Wünsche. Merkur befindet sich auch hier im Steinbock. Das kann bedeuten, dass du hier Nachricht hast von Freunden oder unterschreibst einen Vertrag, was dich interessiert. Venus befindet sich im Schütze. Venus bewegt sich schnell, also verlässt hier die Waage, übergeht im Skorpion und dann
hier befindet sich schon im Schütze. Mars bleibt im Fischen, Neptun bleibt auch. 4. Februar ist Neumond im Tierkreiszeichen Steinbock. 12. Februar ist Halbmond im Widder. 19. Februar ist Vollmond im Krebs. 26. Februar ist Halbmond im Waage. März. Was ändert sich hier? Uranus bleibt, Mars übergeht in Tierkreiszeichen Widder, aktiviert bei dir die Finanzen. Das kann bedeuten, dass hier etwas in Bewegung kommt oder du setzt dich ein für die Finanzen. Kann auch bedeuten, du verlangst Wertschätzung einer männlichen Person gegenüber. Oder musst du dich behaupten im Bereich Finanzen. Rahu und Ketu bleibt, Jupiter bleibt auch, Saturn, Pluto bleibt auch. Venus ändert sich die Position und Venus übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Aktiviert hier die Freundschaften. Das kann auch eine Freundin sein. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Das ist dann deine Lebensenergie, aber auch Klarheit, dass du ein Geheimnis erfährst oder öffnest die Augen an etwas, was andere nicht wahrnehmen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und das ist Kommunikation. Entweder du sprichst was an oder hast Verbindung mit jemandem, das trifft dich persönlich. Merkur in Fischen, Sonne in Wassermann, Venus im Steinbock, Saturn, ja, haben wir alles. 6. März wird Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas bremst, geht nichts voran, die Verhandlungen, oder kommt kein Nachricht, oder bekommst du keinen Termin, die ganzen Verträge laufen nicht gut. Aber diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten Vergangenheit. Und Vergangenheit würde heißen, du bekommst von jemand eine Nachricht, und diese Person kennst du von Vergangenheit. Oder du sprichst ein Thema an und das hat mit Vergangenheit etwas zu tun. 6. März ist Neumond in Tierkreiszeichen Wassermann. 14. März ist Halbmond im Stier. 21. März ist Vollmond im Löwe. 28. März ist Halbmond in Skorpion. April. Uranus bleibt. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Aktiviert die 3. Lebensbereich. Rahu und Ketu ändert sich die Position. Ketu, die absteigende Mondknoten, was die alten Karma symbolisiert, Ketu befindet sich dann im Tierkreiszeichen Schütze. Mondknoten bewegt sich in andere Richtung als die Planeten. Also Mondknoten, die alte karmischen Knoten, befindet sich dann im Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Aktiviert hier alten karmischen Themen, kommen karmischen Erinnerungen oder Begegnungen. Und Rahu zeigt den neuen Weg, die neue Richtung und beeinflusst
dein Schicksalsweg, das ist die Suche nach etwas, die Suche nach deiner Aufgabe, die Suche nach deinem Platz im Leben. Und dieser karmische Knoten Rahu befindet sich hier im Zwillinge. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Schütze. Jupiter verlässt den 9. Lebensbereich und übergeht hier im Schütze. Und da hast du Ansehen, Anerkennung, Bewunderung. Das bringt dir Glück, diese Jupiter-Energie. Saturn und Pluto bleibt hier. Merkur ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Wassermann. Hier im Bereich die Geheimnisse kann bedeuten, dass du Gespräche hast, jemand vertraut ihre oder seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du irgendwelche Geheimnisse erfährst. Aber achtsam sein kann auch heißen, dass du hast deine Geheimnisse und möchtest jemand das anvertrauen. Und hier besonders hier noch die Sonnewirkung, wobei Sonne verlässt dann die Tierkreiszeichen Wassermann. Aber hier, wo die geheimen Feinde sind, natürlich bedeutet auch jemand, wird das weiter erzählen. Also lieber schweigen. Oder überlegen, wen kannst du vertrauen und wen kannst du nicht vertrauen. Sonne befindet sich im Fischen und du suchst die Wahrheit. Oder du verdrehst die Wahrheit und hast du in deine Lebenskraft, in deine Lebensenergie. Venus befindet sich auch in Tierkreiszeichen Wassermann. Wenn das um diese Geheimnisse handelt, diese geheime Gespräche, dann kannst du damit rechnen, dass eine weibliche Person ist. Entweder sie anvertraut dir etwas und erzählt ihre Geheimnisse oder ist sie neugierig und will deine Geheimnisse wissen. Beide ist möglich. April wird Jupiter rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig. 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Fischen. 12. April ist Halbmond in Zwillingen. 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai. Sonne ist in Tierkreiszeichen Widder. Uranus natürlich auch. Die Lebenskraft, die Lebensenergie fließt in die Richtung Werte, Wertschätzung und Finanzen. Sonne symbolisiert auch dein Selbst und es ist wichtig, in diesem Monat zu dein Selbst stehen, zu dein Selbstwertgefühl. Mars befindet sich im Stier, also Mars bleibt hier im Stier. Rahu und Ketu, diese beiden karmischen Knoten, bleiben auch. Jupiter ist rückläufig und kehrt zurück zum Skorpion. Aktiviert den Lebensbereich Ausland oder Studium, Spiritualität, all diese Themen. Das passt auch sehr gut zum Jupiter, entspricht sein Wesen. Saturn und Pluto ist im Schütze und Ketu ist auch. Neptun bleibt in Wassermann und Merkur, Venus ist im Fischen. Das sind Gespräche, das kann Kontakte, Gespräche sein mit einer Frau.
kann auch bedeuten, dass hier die Kreativität kommt bei dir und schreibst du etwas. Oder machst du eine Ausbildung oder ein Seminar, kann natürlich auch bedeuten, alles, was dich so anspricht. 4. Mai ist Neumond im Widder, 12. Mai ist Halbmond im Krebs, 18. Mai ist Vollmond im Waage, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni. Venus ist im Widder. Venus liebt das Schöne. Und hier in Finanzen bedeutet, du neigst dazu, für dich etwas oder für jemand anderes etwas Schönes kaufen. Wie zum Beispiel ein schönes Kleid. Sonne und Merkur befinden sich im Stier. Aktiviert hier die Themen, was zu dem dritten Lebensbereich gehört. Das sind Kontakte mit Bekannten, Nachbarn, Familie, Verwandte oder kommt eine Nachricht. Mars ist im Tierkreiszeichen Zwillinge. Also du setzt dich ein und zeigst du Kraft, veränderst etwas wohnlich, kann auch bedeuten, du brauchst deine eigenen Kraft und ziehst du dich zurück in deine eigenen vier Wänden. Jupiter bleibt, Pluto, Saturn, Neptun bleibt auch. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Also 22. Juni ist Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier, 10. Juni ist Halbmond im Löwe, 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Juli. Uranus bleibt im Widder, Sonne und Venus ist in Zwillingen. Du brauchst mehr Klarheit in deiner Wohnsituation und du verschönerst etwas zu Hause. Mars und Merkur ist im Krebs. Das sind Kontakte zu deinen Kindern und das sind die männlichen. Jupiter bleibt, Saturn, Pluto, Neptun bleibt auch. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond im Zwillingen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, gleichzeitig Mondfinsternis. Ein Mondfinsternis befindet sich immer im karmischen Knoten. Diese karmischen Knoten löst Finsternisse aus, also kommen karmische Themen. 25. Juli ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fischen. August. Uranus bleibt Merkur. Merkur Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Diese Rückläufigkeit heißt, kehrt hier zurück. Das kann bedeuten, dass Gespräche kommen und das betrifft deine Wohnsituation oder unterschreibst einen Vertrag. Kann auch bedeuten, du ziehst dich zurück und liest du ein schönes Buch. Krebs. Hier befindet sich Sonne
Mars und Venus. Das hat mit deinen Kindern was zu tun oder mit deinem inneren Kind. Und hier liegt auch die schöpferische Kraft. Jupiter, Saturn, Pluto, Neptun, die bleiben. 12. August wird Jupiter direktläufig. 12. August wird Uranus rückläufig. Bremst deinen Finanzen. 1. August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage. 15. August ist Vollmond im Steinbock. 23. August ist Halbmond im Löwe. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Und Regulus ist einer von den königlichen Sternen und steht zu unserem Herz. Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist das Herz der Löwen. Und bei diesem Neumond ist Zurückziehen, unserem Herzensangelegenheiten achten, unserem Herz öffnen, wie ein Schatztruhe, was ist da drin, was wir lieben, das wirklich wahrnehmen. September, Uranus ist rückläufig im Widder. Rahu Ketu bleibt, Schütze und Zwillinge. Dann kommt Energie in Tierkreiszeichen Löwe, Mars und Venus, Sonne und Merkur. Alles ist im Löwe. Mars und Venus, Sonne, Merkur. Die Arbeit, die Pflichten und die Gesundheit. Natürlich hier Venus zeigt die Verbesserung, Sonne gibt die Lebenskraft, Mars setzt etwas in Bewegung und Merkur kann auch Arzttermine zum Beispiel bedeuten. Neptun bleibt hier im Wassermann. Jupiter, Saturn, Pluto bleibt auch. 19. September wird Saturn direktläufig, ändert sich die Richtung. Das sind schicksalhafte Ereignisse und Veränderungen bei Saturn-Einfluss. 6. September ist Halbmond in Skorpion, 14. September ist Vollmond im Wassermann, 22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober. Uranus ist rückläufig im Widder. Rahu Ketu bleibt Schütze und Zwillinge. Sonne, Mars und Venus ist im Tierkreiszeichen Jungfrau. Das ist Thema Partnerschaft oder Verbindungen. Und Merkur ist im Waage. Das kann irgendwelcher Vertrag sein oder schriftlichen Sachen im Ämtern oder bedeutet auch Terminen ausmachen mit Ämtern. Merkur steht für Jugend und kann auch bedeuten bei diesem Transformation, dass diese jugendliche Frische brauchst oder etwas erneuerst. Du hast eine ganz neue Energie. Jupiter bleibt im Skorpion, Saturn ist direktläufig im Schütze, Pluto ist rückläufig im Schütze, Neptun ist rückläufig im Wassermann. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge, 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November, Uranus rückläufig im Widder bleibt, Ketu und Rahu bleibt auch, Mars ist im Jungfrau, das bleibt,
Sonne ist im Waage und Merkur, Venus ist in Skorpion. Also Merkur und Venus ist dann im Skorpion, Sonne übergeht im Waage und Mars bleibt hier im Jungfrau. Saturn, Pluto bleibt im Schütze und Neptun bleibt im Wassermann. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun auch direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder, 19. November ist Halbmond im Krebs, 26. November ist Neumond im Tierkreiszeichen Waage. Dezember. Uranus bleibt rückläufig im Widder, Rahu, Ketu bleibt Schütze, Zwillinge, Mars und Merkur ist im Waage. Mars ist im Waage und Merkur rückläufig, kehrt zurück. Hier, das sind Terminen, bedeutet auch die Energie bei dieser Transformation, bei diesem Prozess. Sonne übergeht im Skorpion. Und Venus befindet sich im Schütze und Jupiter ist auch im Schütze. Also Jupiter verlässt Skorpion und hier im Schütze. Das heißt, deine Weiblichkeit wird wahrgenommen, du bekommst Anerkennung, du bringst etwas ins Licht, da kommt diese Wahrnehmung. Also du bist dann wahrgenommen und bekommst du auch Respekt. Neptun bleibt hier in Wassermann. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, 12. Dezember ist Vollmond im Stier, 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Und damit schließen wir den Jahr 2019. Liebe Etaisyra, das war dein Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.